Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und wie ihr seht, seht ihr noch das Gelbe, wir machen das Hardware-Video zu dem Headset von Snakebuy. Und zwar Head-Set Pro. Also ich dachte eigentlich von den Bildern eher so mit dem Gelb und so, naja, aber jetzt, wenn man es in echt sieht, sieht es schon echt giftig aus. Also auf eine positive Art. Und mir ist gerade auch beim Unboxing schon aufgefallen, wie leicht das ist und wie schön der Tragekomfort sein wird. So, wir haben erstmal hier ein richtig langes USB-Kabel, einen richtig dicken USB-Kabel. Zum Steuerelement kommen wir nachher. Der Kontakt sind vergoldet. Auch eine Schutzkappe ist beim Versand mit bei. Wir haben, hier unten geht es dann zusammen. Hier haben wir dann noch so ein, wie heißt denn das? Das ist, so ein Entstörer ist das. Hier habe es damals auch für Boxenkabel und sowas alles. Und schön lang und dann halt noch so ein Klettband, damit man das, wenn Kabel über sein sollte, wenn man ja zum Beispiel einen USB-Verteiler oben hat, dann braucht man es nicht so lange. Dann setzt man sich das auf und steckt das drin, dann kann der Kabel ruhig so bleiben. So, wir haben ein Mikrofon, das ist fest verbaut. Man kann es ein bisschen drehen. Hier ist gelb auch, also schwarz und gelb ist das Mikrofon. Ich denke mal, so wie es aussieht, es könnte eventuell sein, dass das leuchtet. Das weiß ich aber nicht. Das kann ich euch so nicht sagen. Das werden wir dann im Betrieb sehen. Oder kann man da hinten was sehen? Ja. Auf den Bildern sieht man es, es leuchtet. Also laut Bild leuchtet es. Wenn wir dann im Hardware-Check-Video uns angucken. Hier oben, das ist Plastik, aber innen drin ist Metall, so wie es sich anfühlt. Und hier haben wir ein schön flexibles Band, so ledermäßig. Links und rechts steht auch drauf, also da haben wir richtig große, gute Bezeichnung. Also die kann ich selbst ohne Brille lesen. Innen drin, also sie sind jetzt nicht so flexibel, dass man sie verdrehen kann. Innen drin haben wir das Snakebuy-Logo und gelb ist da auch. Hier haben wir dann noch so eine Riffeloptik. Jetzt sieht man echt scheiße. Tut mir leid, Leute, aber ich kann es euch leider nicht besser darstellen. Ich habe schon die Softbox hier aufgestellt. Ich werde die mal drehen, vielleicht ist dann ein bisschen besser. Ja, so ist ein bisschen besser. Das ist so eine Riffelbox, also so ein Riffelding, gelb. Also ich finde die zusammen, also ich fand am Anfang, wo ich die ersten Bilder gesehen habe, wo ich mich danach mal schlau gemacht habe, was das ist, was für ein Headset ist. Ob für PC oder PlayStation. Ach, hier steht auch Snakebuy. Dachte ich im ersten Augenblick, mein Handy, wo ist mein Handy? Dachte ich im ersten Moment, schwarz-gelb. Ich weiß nicht. Aber jetzt, wenn man es so real sieht, hat es schon was. Sieht schon cool aus. Und dass der Kabel so dick ist, der ist... Oh, hier oben. Guckt euch das an. Da ist auch extra neu geschützt. Da ist extra noch so eine Ummantelung drum, dass man den nicht rausreißen kann. Das ist gut. So, jetzt setze ich es mal auf. So. Passt selbst auf meine dicken Ohren. Sitzt nicht zu fest, sitzt nicht zu leicht, also es sitzt gut drauf. Ich merke oben auch keinen Druck, also es ist wirklich schön weich zu tragen. Hier ist das Mikrofon, das können wir dann, wenn wir es nicht brauchen, können wir es auch nach oben machen. So, zack, machen wir weg. Oder nach unten machen, brauchen wir jetzt nicht. Wenn wir es brauchen, können wir es dann vorholen oder machen es einfach so nach hinten weg. So. Und wir können es uns dann natürlich auch, wo haben wir denn das Runde? So, wir können es uns dann natürlich auch für die Leute, die mal flüstern müssen beim Zocken, weil die Frau daneben schläft oder sagt, pssst. Man kann es nicht richtig nah am Mund machen und dann am besten dann noch einen Popschutz rüber. Die gibt es für ein paar Cent bei Amazon, das ist kein Problem, habe ich auch schon für meine anderen Headsets geholt, kostet nicht viel, ein paar Cent. Also Tragekomfort ist echt geil. So. Dann haben wir jetzt hier das Steuerelement. Das könnte auch sein, dass das leuchtet, so wie das aussieht. Das Snakebuy-Logo. Da haben wir unten, ach, das könnte auch leuchten, ein Mute-Knopf. Oben
ja, könnte, sieht aus wie ein Punkt. Das ist ein Punkt mit zwei Wellenlinien, das werden wir uns da angucken. Laut leise haben wir hier an der Seite. Da haben wir so ein kleines Drehrad, laut leise. Hier ist der Mute-Knopf. Hier ist der andere Knopf. Da muss ich erstmal nachlesen. Und hier, das sieht aus, als wenn das und das leuchtet. Na, ich bin da mal sehr gespannt. Ich werde das mal hier alles wieder reinpacken. Sonst fliegt hier wieder immer alles rum. Und dann werde ich es demnächst mal am PC anschließen. Und dann werde ich das mal ein bisschen testen, wenn ich Videos bearbeite. Passt ja jetzt ganz gut. Und auch mal beim Zocken benutzen. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier reinkriegen, ohne. Das war doch auch hier drin, oder nicht? So, mach mal so. Passt schon. Achso, ich habe das Dings hier unten noch drin. So, das stelle ich mir nämlich gleich an PC. Und dann werde ich das demnächst benutzen. So. Das soll es jetzt auch erstmal zum Snack bei Headset gewesen sein. Den Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Die Webseite von Snack bei packe ich euch auch mal in die Videobeschreibung. Könnt ihr mal stöbern, was ihr noch so Schönes findet. Ich werde versuchen, in die Infobox, wenn ich nicht vergesse, das andere Headset drin zu machen. Und ich hatte von Snack bei, glaube ich, diese Ladestation auch. Weiß ich jetzt nicht, muss ich gucken. Packe ich euch in die Videobeschreibung. Dann würde ich sagen, ich teste. Danach mache ich dann nochmal ein Hardware-Check-Video und dann kann ich euch sagen, was mir aufgefallen ist, was positiv ist, was negativ ist, ob es zu laut, ob es zu leise, ob der Ton okay ist. Aber das kommt dann alles im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.